Hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo wir uns mal wieder Pizza anschauen. Und zwar ganz besondere Pizza, die Garden Gourmet Protein Lovers Pizza. Also Pizza, die für Proteinliebhaber sind, die dann irgendwie, weiß ich nicht, pumpen gehen oder meinen, dass Eiweiß das, weiß ich nicht, der wichtigste Nährstoff der heutigen Zeit ist. Zumindest ist er auch nicht unwichtig, das kann man soweit sagen. Doch ob solche Produkte hier wirklich so gut sind, wie sie uns versprechen, oder ob das einfach nur hübsch gemachtes Marketing ist, das möchte ich mir in diesem Video mal mit euch anschauen. Wir schauen uns natürlich den Geschmack an, die Zutaten, die Nährwerte und vergleichen auch so ein bisschen mit einer klassischen Pizza. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal direkt los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Herzliche Grüße von mir an euch und ja, guten Appetit, sage ich hoffentlich, denn diese Pizza, der Ofen heizt gerade schon vor und gleich landet das Ding im Ofen. Die Garden Gourmet Protein Lovers Pizza. Ich wusste gar nicht, dass es die seit 1986 gibt, übrigens ein Jahr, nachdem ich geboren bin. Ich bin nämlich schon voll alt und ich habe neulich mich selbst in meinen Videos gesehen, dass ich schon so voll die grauen Haare an der Seite bekomme. Ich glaube, ihr könnt mich bald nicht mehr sehen, weil ich mich dann verkrieche oder eine Mütze aufsetze. Was wollt ihr? Soll ich mich verstecken oder eine Mütze aufsetzen? Schreibt es in die Kommentare. Nein, ihr lasst das nicht machen. Protein Lovers Pizza. Das Ding hat mich beim ersten Blick total angemacht, weil das aussieht wie so Gyros. Das Ganze ist natürlich kein Gyros, sondern ist Pulled Soja. Wir haben ja eine Source of Fiber, wie hier drauf steht. Sie ist high im Protein, hoher Proteingehalt und eine crunchy Crust mit Flachsamen und Quinoa. Fancy. Ach nee, Leinsamen sind Quinoa? Das wusste ich gar nicht. Ist das das Gleiche? Ich dachte immer, Flachs ist was anderes als Leinsamen. Interessant. Muss ich mal bei Gelegenheit nachprüfen. Wir haben hier Gemüse drauf und eben Pulled Soja. Regulär knapp 3,50 für die 390 Gramm Packung. Ich habe sie im Angebot für 2,99 gekauft. Als Vergleich so eine Dr. Oetker ofenfrische Schinken, die ich mir gleich als Vergleich anschaue hierzu, die bringt es auf 410 Gramm oder so und die kostet ungefähr 2,70. Also nicht ganz einen Euro billiger für den gleichen Inhalt ungefähr. Hier sehen wir, was drin ist. Tomaten, Paprika, Petersilie, soweit ich kenne, Basilikum und Pulled Soja. Hier so eine Art Pesto, Mozzarella, Flachsamen sind im Teig drin. Spinatsoße, interessant, okay. Schauen wir mal genauer drauf, was es ist. Pizza tiefgefroren mit Gemüse, feingezupften Stückchen auf Basis von Soja-Eiweiß, gegarten, mariniert und Mozzarella. Wie umständlich das klingt. Wir haben Zutaten, Weizenmehl ist also nach wie vor drin. Wir haben ja also nicht nur eine Flachs-Bodenpizza. Es ist Wasser drin, fein zerzüpfte Stückchen auf Basis von Soja-Eiweiß, gegart, mariniert, bla 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 bla. Soja-Eiweiß, Aromaspezial. Was? Ach, Speisesalz, Aromaspezial, habe ich schon gelesen. Natives Olivenöl, schön, Kräuter und Gewürze haben wir drin. Wir haben passierte Tomaten, wir haben schnittfesten Mozzarella, wir haben gegrillte Paprika, Spinatsoße, mal was anderes. Haferpflanzenfaser, wahrscheinlich zum Andicken. Wir haben Wasser noch drin, Emulgatoren und so weiter. Also auch einiges mehr, was so in einer normalen Pizza nicht drin ist. Wir haben Zwiebeln drin, Leinsamen hier, Dinkelmehl, natives Olivenöl, Weizenkleber, gepuffter Quinoa, Weizenspeisekeime, Dinkel, Vollkorn, Sauerteig, getrocknete Hefe, Zucker, holla. Also da ist schon einiges drin. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch wirklich ein bisschen mehr als einfach nur ein Weizenteig mit Tomate und Schinken. Warum habe ich als Vergleich, wenn wir uns gleich die Nährwerte anschauen, die Dr. Oetker Schinken genommen? Weil ich mir dachte, bei der Dr. Oetker ofenfrische Schinken ist halt Pilze drauf. Da könnte man hier das Gemüse, Paprika als Analogie nehmen. Und eben Schinken ist eine Eiweißquelle und hier auch Soja. Deswegen passt das so vom Vergleich eigentlich ganz gut. So ganz neu ist übrigens nicht mehr. Die gibt es schon so seit ungefähr 3-4 Monaten oder so. Also hier unten kommen wir auf die Nährwerte und klebt irgendwas dran. Und hier können wir sehen, dass wir hier mit 202 Kilokalorien zum Beispiel daherkommen. Und die Dr. Oetker zum Beispiel, jetzt habe ich den Zettel, hier habe ich hier, die kommt auf zum Beispiel ungefähr 190. Also man muss dazu sagen, manch einer mag das vielleicht glauben, weil dieses Protein und so weiter so ein bisschen das assoziiert, dass sie ist keine, will keine Fitnesspizza sein. Es will eine bessere sein, sie ist vegetarisch, das muss man auch sagen, das ist gut. Sie will eine bessere Pizza sein, sie will Ballaststoffe bieten und Protein und das wird sie sicherlich auch besser erreichen als eine normale Pizza. Aber als Vergleich ist das immer nicht verkehrt, denn man soll ja nicht einfach alles blöd kaufen, nur weil ein schöner Schriftzug draufsteht, sowas wie High Protein, denn da steht ja sogar auch auf einem beschissenen High Protein Skewer von Ermann drauf, wo dann gerade mal 7 Gramm Protein drin sind pro 100 Milliliter.
Der Test kommt übrigens auch noch. Vielleicht kommt er aber auch, bevor ihr den hier seht. Ich weiß es noch nicht. 202 Kilokalorien, 6,2 Gramm Fett. Und zum Beispiel die auf Dr. Oetker, die bringt es auf 4,5. Der Fett kommt hauptsächlich durch die Mozzarella. Deswegen kann man sagen, je mehr Fett, desto mehr Mozzarella, was eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Das kann man jetzt so oder so sehen. 24 Gramm Kohlenhydrate, die Dr. Oetker bringt es auf 28. 5,3 Gramm Zucker, die Dr. Oetker bringt es auf 3,4. Wir haben hier Ballaststoffe 3,8 drin, was ehrlich gesagt nicht so viel ist. Habe ich bei der Dr. Oetker jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Da wird wahrscheinlich nicht mehr drin sein. Hier haben wir 11 Gramm Eiweiß, bei der Dr. Oetker 8,5. Also schon eine Ecke weniger, aber ist jetzt halt auch nicht die Welt. Ne? Wenn man jetzt natürlich eine Spinat- oder Gemüsepizza dazu vergleicht, dann wird man sicherlich nochmal deutlich weniger haben. Aber hier ist eben auch gut Soja drauf. Also ja, man könnte sie Higher-Protein-Pizza nennen. Das fände ich fairer. So. So sieht sie übrigens gefroren aus. Die habe ich jetzt gerade erst rausgeholt. Können die ja wenigstens einmal noch auspacken hier, bevor ich sie dann gleich in den Ofen schiebe. Moment, ich mache mal einen Cut. So, und ich muss sagen, die sieht schon ziemlich fancy aus. Ist nicht ganz schön verteilt hier. Die Paprika finde ich ein bisschen traurig. Da hat die Qualitätskontrolle nicht aufgepasst. Das ist ja, glaube ich, so, dass die immer durch Menschen auch am Ende nochmal kontrolliert werden, oder? Ich weiß es nicht. Also die Verteilung ist nicht ganz so optimal. Aber sonst, das sieht aus, als ob hier gut was drauf ist. Auch so richtige Paprikastücke, nicht so Fetzen, wie oft irgendwo drauf sind. Ich lege die Paprika einfach mal hier hinten noch hin. Hier, das popel ich jetzt hier auch einfach mal noch runter und lege das hier hin. Nur, es ist da eine Blume drauf. Guckt sie euch an, wie hübsch. Ja, also sieht eigentlich schon mal, da ist ja noch ein Stück drauf. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, der Boden hier auch. Hier Spinatsoße gelandet, das Grüne. Wird ja wohl kein Schimmel sein. Hier so ein bisschen Spinatsoße. Unten, jetzt muss ich nur die Paprika festhalten. Schon mal vorgegart, recht dick der Boden. Und hier sieht man auch so die Leinsamen. Ich bin sehr gespannt. Ab in den Ofen mit dem Teil. In den Ofen mit dem Teil. Ja, also eigentlich wollte ich euch ja so einen richtig schönen fancy Timelapse zeigen, aber die Pizza bewegt sich irgendwie kaum im Ofen. Ich bin sowieso ein bisschen verwirrt. Ups, jetzt fällt der Karton hier rum. Normalerweise blubbert das alles und nein, die war heiß, die Pizza, und das hat alles irgendwie länger gedauert, als draufsteht. Also entweder ist mein Ofen im Arsch, aber andererseits muss sie durch sein, weil der Boden, der ist jetzt echt mega fest, sonst wird der noch viel zu trocken werden. Also die war jetzt bei mir 18 Minuten drin. Und hat nicht so richtig angefangen zu blubbern, aber vielleicht auch, weil nicht so viel Flüssigkeit drauf ist. Ich weiß es nicht, aber der Rand sah gut aus, deswegen habe ich sie rausgeholt. Beobachtet sie mit... Der blöde Karton hier. Beobachtet sie mit Argusaugen, ob die Pizza gut ist, damit sie euch nicht kaputt geht. Aber vielleicht ist auch mein Ofen im Arsch, wie gesagt. Also, so sieht sie jetzt fertig aus. Das mit der Paprika, das sieht wirklich fein aus. Käse, naja, ist mehr oder weniger nicht existent. Ich finde das mit diesem Soja, das sieht ganz appetitlich aus. Ich finde es schön, dass sie zwei verschiedene Sorten Paprika genommen haben. Hier haben wir ein bisschen was von dieser Spinatsoße, das Grüne in der Mitte. Und die sieht soweit wirklich ganz gut aus. Wie ihr seht, ist die jetzt auch ganz knusprig. Der Rand sieht auch gut aus. Unten hat sie sich nicht großartig verändert. Und jetzt gucken wir doch mal, was die so kann. Ja, und also der Rand ist auf jeden Fall durch. Ich esse die jetzt ganz bieder mit Messer und Gabel. Gucken wir uns aber mal den Boden vielleicht noch an. Ja, hier sieht man das wirklich sehr schön, die Leinsamen. Und doch, also so von der Optik eine sehr ansprechende Pizza, wie ich finde. Es fehlt auf jeden Fall Käse, aber sonst finde ich sie sehr schön, schön rot. Aber der Käse fehlt. Riecht sehr tomatig, gemüsig. Soja riecht allgemein eher weniger. Vielleicht dann die Würzmischung. Hier der Rand auch. Ihr seht das, der ist jetzt steinhart hier am Rand, wie so ein Knäckebrot. Also luftig lockerer Rand hat man hier nicht. Übrigens eine Restaurante, nicht Dr. Oetker Restaurante, also nicht die Ofenfrische mit Schinken, hat übrigens sogar 10 Gramm Eiweiß. Also sogar noch mehr. Sprich, das Ding hat gar nicht viel mehr als eine Schinkenpizza. Übrigens da hinten. Könnt ihr das sehen? Da kommt meine Erdbeere so langsam. Aber gut, darum geht es jetzt hier nicht. Ich crunch da jetzt mal rein. Voll healthy das Ding. Unten das Mehl. Am Boden ist ja recht, ich sag jetzt mal, ich muss meine Kamera kurz. Aber der Boden ist recht kernig. Erinnert mich fast schon an so einen V8
Vollkornbrötchen irgendwie. Hat gut Biss. Und ich glaube, das spricht dann auch so ein bisschen dem ganzen Konzept der Pizza zu. Das ist keine Weizenteig, also ich meine, es ist viel Weizen drin, aber sie ist so ein bisschen kerniger eben und das macht einen Unterschied und es passt so zu diesem Konzept irgendwo. Wie knusprig sie am Ende ist, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie lange ihr sie drin lasst. Dann versuche ich mal hier was weiter aus der Mitte nochmal. Ja, so schneidet man keine Pizza, aber ich teste sie ja jetzt erstmal. Den Rest esse ich gleich in Ruhe. Aber jetzt hier mal zum kurz anschauen. Dann ist sie zwar gleich kalt, aber ist egal, kalte Pizza kann man auch essen. Also der Boden gefällt mir gut, es ist wirklich mal was anderes, aber es ist auch keine klassische Pizza. Es ist so eine Vollkornbrötchenpizza oder irgendwie so. Wobei ist jetzt auch kein Vollkorn drin. Also, so rein von der Idee, vom Eindruck. Mir gefällt der Geruch wirklich sehr gut. Es ist aber dann eher so, es riecht wie eine Gemüsepizza durch die ganze Paprika. Der Boden ist, wie gesagt, sehr stabil. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das mögen, weil es eben halt was Kerniges ist, was Kräftiges. Und ich denke auch, dass der Boden den meisten Teil dieser Pizza ausmacht, wobei oben auch reichlich ist. Also gibt es Pizzen da, wo deutlich weniger drauf ist. Wenn ich jetzt mal hier so die Paprika pur probiere, ist sie natürlich weich, aber knackt noch ein bisschen. Das Soja, je nachdem wie lange man es drin lässt, ist hier ein bisschen ja, knusprig geworden am Rand. Von Käse schmeckt man eigentlich so gut wie gar nichts, weil kaum welcher vorhanden ist. Also die paar Fetzen hier, da kriegt man nichts mehr mit. Also wer jetzt irgendwie so eine schöne Käsepizza haben will, nee, dann müsst ihr woanders hingehen. Müsst ihr euch eine andere holen. Ja, was ist das jetzt für eine Pizza? Ich würde sagen, es ist eine... Jetzt kommen wir wieder zur Definition, was gesund und ungesund ist. Geist, für den Geist gesund ist eine Pizza mit möglichst viel Fett und Kalorien. Wenn man jetzt aber sagt, zu viele Kalorien sind ungesund, dann ist eine normale Pizza ungesünder als diese hier. Weil das hier, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen bessere Kalorien aus sind. Wobei letztlich ist es auch ja nicht so großartig anders. Es ist ein bisschen was anderes dabei mit den Körnern und so weiter. Und Soja ist auch gut. Ist Pflanzen, Eiweiß, pflanzliche Fette auch, ist ein bisschen besser als tierische Fette, wenn man jetzt an Salami denkt. Ist ein bisschen besser mit dem Gemüse drauf, ist das gut, Tomatensauce ist gut. Es ist zu wenig Mozzarella, es ist ja eine gesündere Pizza, aber vielleicht nicht gesünder für den Geist, das will ich damit sagen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, weil auch das mit dem Soja, das sah geil aus, aber letztlich schmeckt das hier trotzdem alles nur nach Gemüse. Die Textur von diesem Fleisch, von diesen Sojafetzen, ist so ein bisschen, also hat ein bisschen was von Pulled Pork tatsächlich. Ist so ein bisschen faserig, aber Eigengeschmack ist recht dezent im Vergleich zum Rest der Pizza. Ja, ich finde den Boden wirklich toll, aber ich finde der Rest ist für eine normale Pizza nicht. Da esse ich lieber eine normale Pizza, Punkt. Also, ne, wenn ich jetzt Vegetarier bin, dann kann ich mir auch lieber eine Restaurante Gemüsepizza kaufen. Außer ich will unbedingt so diesen Boden, der halt wirklich toll ist. Also, ich kann die Vorteile dieser Pizza nachvollziehen und sie ist irgendwo besser, gesünder. Aber die Frage ist, ob das wirklich dann so Leute befriedigt, die eine richtige Pizza haben wollen. Ich würde eher sagen, nein, definitiv nicht. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, schreibt es mir in die Kommentare und... Dann war es das auch schon. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.